Hallihallo Leute, willkommen zu einer weiteren Ausgabe zu Hokko Live. Ja, es geht mal wieder weiter. Ja, wir haben mal wieder letztens ein Haus renoviert. Es ist tatsächlich jemand für uns dazugezogen ins Dorf. Und genau, jetzt müsste eigentlich schon der Tag gekommen sein, in dem der, ich nenne ihn einfach mal Bürgermeister, sein Büro errichtet hat. Na, wobei, nee, wir sind ja mitten im Regenwetter haben wir ja abgebrochen, weil wir halt schon recht lang gespielt hatten. Ich erinnere mich. Ich weiß aber gar nicht, ob es hier überhaupt großartig was zu tun gibt, ne? Ich glaube, wir können den Tag einfach überspringen. Denn ich möchte jetzt unbedingt dieses Stadtbüro sehen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Deswegen legen wir uns einfach mal den ganzen Tag hin. Hoffentlich haben wir dann nochmal besseres Wetter. Das wäre sehr wünschenswert. Und tatsächlich. Jetzt müsste eigentlich das Stadtbüro errichtet worden sein. Der Frühling ist halt echt toll, ne? Aber wir haben jetzt gerade Winter. Ist auch eine schöne Jahreszeit, das will ich gar nicht abstreiten, aber ist halt nicht so meine Jahreszeit. Weil es einfach nass und kalt ist und... Bah. Aber guck mal, unsere Bäume sind jetzt einiges gewachsen. Sehr cool. Ich vermute mal, ich denke, wir müssen einmal nach unten laufen. Denn da hat sich, denke ich mal, das Schwein niedergelassen. Deswegen gucken wir einfach mal. Ah, tatsächlich, wie ich gedacht hatte. Ah, Simmy. Schön, dich zu sehen. Wie du sehen kannst, sind die Vorbereitungen abgeschlossen. Mein Büro ist eingerichtet. Das bedeutet, dass ich ab heute bereit bin, Anfragen für neue Häuser entgegenzunehmen. Danke. Komm doch herein und wir reden, wenn du bereit bist, loszulegen. Das ist das. Das ist der Makler, okay. Nicht der Bürgermeister, der Makler, sorry. Willkommen. Danke, dass du in mein Büro gekommen bist, Simmy. Ich biete dir hier zwei Dienste an. Erstens kannst du Dach- und Wandmuster von außen auslagern rechter Hand kaufen. Damit kannst du die Außenseite eines jeden Hauses individuell anpassen. Ich bekomme regelmäßig neue Ware, also schau bitte einfach vorbei und stöbere, wenn du Zeit hast. Und zweitens und am wichtigsten ist, dass ich die Haustechnik anbiete. Wenn du ein neues Haus bauen möchtest, musst du mir den Auftrag erteilen. Für den Bau neuer Häuser benötigt man beides, Geld und Ressourcen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, dir einen kurzen Überblick über meinen Kaufvorgang zu geben und hoffe, das ist okay für dich. Hier kannst du dir Häuser ansehen, die potenziell gebaut werden können. Also ein Standardhaus für 16 Holzbretter und 400. Okay, wie du sehen kannst, brauchst du so viel Geld, sowohl Geld als auch Ressourcen, um Häuser zu bauen. Stöbere ruhig ein wenig herum, schließe das Menü, sobald du fertig bist. Es gibt vier Häuserarten und zwar haben wir da einmal das normale Haus, dann dieses Eckhaus, so ein kleines Haus und dann noch, ja, keine Ahnung, auch ein Standardhaus. Ich hoffe, du konntest dir ein Bild von verschiedenen Arten von Häusern machen, die wir für dich bauen können. Es ist tatsächlich so, dass ich bereits einen Kunden habe, der daran interessiert ist, in die Stadt zu ziehen. Sobald wir ein Haus für den Kunden fertig haben, beginne ich mit dem Einzug für ihn. Bitte komm und rede mit mir, wenn du bereit bist, den Bau zu beginnen. Okay, ich glaube, damit ist so ziemlich alles gesagt, was ich mit dir besprechen wollte. Ich lasse dich jetzt einmal mit deinen eigenen Sachen weitermachen. Wie gesagt, komm wieder zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Also wir haben jetzt aktuell 260 Gold. Und ein Haus kostet 400 und Holzbretter. Genau, Gold bekommen wir, indem wir Sachen verkaufen.
Ich gucke jetzt einfach mal ein neuer Tag. Wir gucken einfach mal im Laden rein, was es da so Schönes gibt, weil ich denke mal, kaufen werde ich erstmal nichts. Aber verkaufen müssen wir unbedingt, um an Geld zu kommen. Weil immer noch die gleichen Sachen fast, ne? Wir können hier so ein paar Sachen verkaufen. 9 Stück, mal haben wir schon mal 18. Grasbüschel, ein Wurm. Und wir haben noch einen Goldsack mit 100. Den werde ich mal einmal öffnen. Und jetzt haben wir sogar schon fast die 100. Also wir brauchen eigentlich nur noch Ressourcen. Und dann können wir das nächste Haus bauen. Das ist ja geil. Unser Dorf wächst so langsam. Aber das ist unsere nächste Mission, unsere nächste Aufgabe. Und die werden wir uns jetzt voll und ganz widmen. Ich weiß, es hier erstmal ein paar Bäume klein hacken. 16 Holzbalken brauchen wir. Das sollte eigentlich machbar sein. Grasbüschel kann ich eigentlich auch mal einsammeln und so weiter. Das bringt auch noch ein bisschen Geld. Einfach mal mitnehmen, kann man verkaufen. Genauso wie Blumen. Kann man alles zur Kohle machen. Na komm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele ich aktuell brauche. An Baumstämmen. Müsste ich mal gucken. Hier ist doch die Werkstatt, ne? Ja. Ich finde, die Häuser sind aber etwas größer, beziehungsweise als bei Animal Crossing. Da waren die ja wirklich recht klein gewesen. Jetzt gucken wir mal. Wir brauchen... Ja, wir können 17 Stück machen. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen Kohle. Das heißt, ich verkaufe jetzt noch ein paar Sachen. Und dann können wir eigentlich direkt, ein weiteres Haus bauen. Das ging echt flott. Das ging wirklich flott. Ich glaube, 17 sollten reichen. Unkraut. An, oh, guck mal, jetzt wächst mittlerweile auch Unkraut. An Materialien. Ja, verkaufen wir mal. Ich denke, da werden wir einiges jetzt an Geld bekommen. Die Mission, muss ich sagen, ging echt fix. Aber irgendwie lässt sich hier auch kein Bewohner blicken. Aber ja, verkaufen wir erstmal ein bisschen. Genau, verkaufen wir mal 13 Grasbüschel, kriegen wir schon mal 26, Blümchen, nochmal 12, Unkraut, nix, aber egal. Ja, damit hätten wir 422 und das reicht. Also man kommt ja schon irgendwie an seine Kohle, ne? Am Anfang alles mitnehmen, was man so mitnehmen kann, das sollte jetzt reichen für ein Haus. Das hat jetzt tatsächlich keine 10 Minuten gedauert, sehr cool. 16 braucht man. Großartig. Wo würdest du gerne bauen? Folge mir. Ich denke, wir können mal über die Brücke eins bauen. Dann haben wir ja genug Platz jetzt, ne? Folgt ihr mir? Ah ja. Ich würde sagen, hier oben, oder? Schön am Ufer gelegen. Hast du dich für einen Standort entschieden? Ungefähr hier. Das ist doch mal wirklich ein geiler Standort. Da wird sich derjenige freuen auf jeden Fall. Wir fangen gleich an und sollten in ein paar Tagen damit fertig sein.
Ich werde den Bau beaufsichtigen und daher nicht im Büro sein, bis die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Danke. Schönen Tag noch. Yara. Aber hallo. Es ist immer so eine Freude, eine weitere Wandelseele zu treffen. Und du hast auch eine derart schöne Aura rund um dich, so hell, so farbenfroh. Ist das nicht einfach herrlich? Die winzige Welt der Insekten. Diese schönen kleinen Kreaturen, die flattern und summen ihrem Geschäft nachgehen. Sind wir im Grunde genommen nicht alle wie der kleine Schmetterling und fliegen im großen Garten des Lebens herum? Es tut mir leid, ich kann heute nicht mehr lesen. Es ist schon so spät. Wie bin ich ja gerade voll draußen? Ich studiere sie, weißt du? Die Insekten, mein Liebes. Fortpflanzen, Essgewohnheiten, Auren, alles. Hast du dir jemals einen Schmetterling ganz aus der Nähe angesehen? Äußerst faszinierende Geschöpfe. Das sind sie wirklich. Du solltest versuchen, einen zu fangen. Mensch, ich habe das perfekte Ding. Dann nimm dieses Schmetterlingsnetz. Ich habe immer eine in Reserve. Mach dir also keine Gedanken ums Zurückgeben. Sehr, sehr gern geschehen, mein Freund. Ich bin mir sicher, du erkennst dich bald selbst in diesem einfachen Schmetterling, wenn du ihn dir genauer ansiehst. Ein faszinierender Geist, vom Winde getragen. Das ist wirklich eine tolle Gegend, um sie zu beobachten, weißt du? Dann belaste ich dich nicht länger mit meinen Worten. Möge dich deine Füße behende durch die Welt tragen, ganz wie der Schmetterling. Alter, wie redet die denn? Leb wohl, mein Freund. So richtig förmlich. Okay, cool, wir haben jetzt einen Kescher bekommen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Joa, was machen wir jetzt den restlichen Tag noch, ne? Wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit für die Folge. Das Ding ist natürlich, wenn ich jetzt Schmetterlinge fange, dann bringen die wahrscheinlich uns ein bisschen mehr Kohle ein. Ja, ich denke, das sollten wir durchaus mal in Erwägung ziehen. Eine Angel haben wir leider noch nicht. Ja, also fischen können wir doch nicht. Da können wir nämlich auch nochmal gut Geld machen. Denke ich mal, aber ja. Haben wir halt leider noch nicht. Aber wir halten einfach mal Ausschau nach Schmetterlingen. Das Unkraut nehme ich jetzt einfach nochmal mit. Den da oben bekommen wir leider nicht. Der ist mir zu weit entfernt. Ich hole jetzt einfach nochmal einen Baum ab. Und ich sollte auf jeden Fall ein bisschen, ja, ein paar mehr neue Bäume einpflanzen, weil irgendwann haben wir keine mehr. Ein paar mehr Setzlinge. Und dann haben wir da wirklich echt ein großes Problem. Und da haben wir schon einen roten Schmetterling. Sehr geil. Den fange ich mir auf jeden Fall. Ein Tagflauenauge. 69 cm groß. Ne, Millimeter, sorry. Oh, wir haben so ein bisschen eingepflanzt, haben wir schon, ne? Hier ist noch einer. Ach, Kacke, warte mal. Das war verkehrt. Das habe ich jetzt übersprungen. Sorry, ich wollte ja gerne mal wissen, wie groß der eigentlich ist. Den haben wir noch nicht. Ein Kaiser Hint. Der ist 95 mm groß, also etwas größer. Aber hier unten waren wir noch gar nicht, ne? Hier unten waren wir noch nicht. Aber auch die ganzen Dorfbewohner, die lassen sich wirklich kaum blicken. Hier ist nochmal Lehm und hier sind noch mehr Schmetterlinge. Mensch. Wenn ich hier ein bisschen was verkaufe, du, ich weiß nicht, was ich... 67 groß.
Ich weiß nicht, was ich für die bekomme, aber wir sollten, denke ich mal, ruhig schon so ein paar einfangen. Ich denke, die bringen schon so ein paar 63. Ein bisschen Geld bringen die, denke ich mal, schon. Den haben wir noch nicht. Doch, haben wir schon. Aber das ist 108 groß. Sehr geil. 103. Nicht schlecht. Ich pflanze jetzt hier nochmal zwei Bäume hin. Dann haben wir, denke ich mal, ganz gut wieder gewirtschaftet. Super. Einige Schmetterlinge haben wir jetzt im Inventar. Geld, Geldbonus. Haben wir hier gerade bekommen. Kann ich das irgendwie in Anspruch nehmen? Wir haben jetzt, boah ja, also ein paar Schmetterlinge haben wir schon, ne? Nicht schlecht. Ich finde, das ist hier ein bisschen zu vollgeräumt, meiner Meinung nach. Die Gebäude sind einfach viel zu riesig. Wir verkaufen den ganzen Mist jetzt nochmal. Hier ist noch Schmetterling. Ich glaube, den haben wir noch nicht, ne? Oh, es sind sogar mehrere. 113, doch, den haben wir schon. Na, komm her. Schwalbenschwanz. Den haben wir noch nicht. Es gibt einiges an Insekten zu entdecken. Wahrscheinlich nicht nur Schmetterlinge, aber mal gucken. So, dann verkaufen wir mal unseren ganzen Quatsch. Ist noch einer. Den habe ich auch noch nicht, glaube ich. Zwergbläuling. Also Schmetterlinge lohnen sich schon, ne? Jetzt bin ich ja mal gespannt, für was man die so verkaufen kann. Ob sie vielleicht 10 einbringen oder 5. Oder 20. 6. Die bringen 7. Der bringt 2. Der bringt auch 2. Das verkaufe ich mal. Wobei die Blütenblätter könnten wir eigentlich gut gebrauchen, ne? Ja, keine Ahnung. Aber guckt mal, wir haben 117 mittlerweile wieder. Dank den Schmetterlingen. Also man kommt hier schon gut an Geld, muss ich sagen. Na, können wir uns irgendein Werkzeug kaufen? Nö. Ja, den Stuhl, aber gut, den Globus, brauche ich aber nicht. Aber 100, ey, in so einer kurzen Zeit, wieso nicht? Kann man durchaus mal machen, ne? Also, wir gehen jetzt speichern, sammeln jetzt noch ein paar Schmetterlinge unterwegs ein. Gibt ja einige zu holen. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Part, wa? Den haben wir auch noch nicht. 49 mm groß. Komm her. Boah, hier, wo kommen die denn alle her, Mensch? 54. Den können wir auch mal begrüßen. Den haben wir ja noch gar nicht begrüßt, unseren Freund hier. Den haben wir auch noch nicht. Erdbeerbaumfalter. Hast du irgendwas für uns, mein Freund? Rentchen. Nö, ne? Ich glaube nicht. Nö. Hat er nicht. Ich bin mal gespannt, was dann morgen abgehen wird. Hier ist noch einer. So, ab zurück ins Haus. Ah, ich habe noch eine Post bekommen. Mal Kohle bekommen.
B abbrechen. Kohle. Haben wir gekriegt. Nochmal 100. Boah, wieder 200. Das geht ja flott, Mensch. Also hier beende ich mal den Part. Hier speichern wir mal. Speichern und beenden. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Und sage mal, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.